Loyalität ist ein Wert, der mir sehr am Herzen liegt. Als Kind haben meine Eltern versucht, in Situationen immer beizubringen, spontan zu bleiben und sich nicht so leicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Harmonie ist einer meiner wichtigsten Werte, sowohl in der Familie als auch im Öffentlichen, im Beruflichen. Ich nehme da meinen Vater sehr als Beispiel. Er hat es als Selbstständiger sehr schwierig gehabt am Anfang. Teilweise Kunden, die sehr befehlerisch waren, sehr unfreundlich und dann am Ende vom Projekt auch nicht zahlen wollten. Und er hat trotzdem immer sehr friedlich und sehr offen darauf reagiert, hat versucht, friedliche Lösungen zu finden, damit man nicht streiten muss. Und er hat auch, was mir sehr wichtig daran war, davon nichts in die Familie mit reingetragen. Man hat davon nichts gemerkt, wenn er nach Hause gekommen ist. Und es war trotzdem immer harmonisch zu Hause. Mir ist Verlässlichkeit sehr wichtig. Als ich ein Kind war, wollte ich manchmal nicht so gerne in die Arbeit gehen. Ganz besonders, wenn ein Orientierungslauf stattgefunden hat. Meine Mom hat mir dann immer gesagt, dass ich bei solchen Dingen nicht nur eine halbe Sache machen kann, sondern dass ich da das ganze Paket nehmen muss. So bin ich dann immer in die ATWA gegangen, auch bei einem Orientierungslauf. Deswegen ist es mir heute echt wichtig, dass sich andere Menschen auf mich verlassen können. Schon als Kind war mir Gemeinschaft immer sehr wichtig. Und als dann meine Gemeinde einen Teenie-Kreis gegründet hat, war das für mich die perfekte Möglichkeit, Gemeinschaft in einem geistlichen Rahmen zu leben, wo Menschen waren, auf die ich mich verlassen konnte, die immer für mich da waren, auch wenn es mir nicht so gut ging und mit denen ich einfach Spaß haben konnte. Einer der wichtigsten Werte, den ich von meinen Eltern übernommen habe, ist Zielstrebigkeit. Denn wohin gehe ich im Leben, wenn ich kein Ziel vor Augen habe? Und seitdem versuche ich immer, eine Sache anzufokussieren und darauf dann noch hinzuarbeiten. Der Kinderpsychologe Robert Coles beschreibt das so. Kinder müssen an etwas glauben, das über ihnen steht. An Prinzipien, an Ziele, die ihr eigenes Leben übersteigen. Kinder müssen wissen, wofür sie leben, woran sie glauben und woran sie sich in jeder Lebenslage festhalten können. Werte sind wichtig. Werte bestimmen unser Verhalten, unsere Handlungsweisen, unser Leben. Wie kann ich jetzt als Vater, als Mutter meinem Kind Werte vermitteln? Ich denke, es ist da sehr wichtig, dass man bei sich selbst beginnt. Einer meiner wichtigsten Werte ist Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wenn ich darüber nachdenke, wofür ich selbst dankbar bin, wenn ich nicht nörgle, wenn einmal etwas passiert, was vielleicht nicht in meinen Kram passt, dann denke ich, sehen auch meine Kinder, dass es gut ist, für die Dinge, die uns wichtig sind, dankbar zu sein. Wir können auch beim Mittagstisch darüber sprechen, wie wichtig das ist, dass man sich bewusst ist, was man alles hat. Ich denke, es ist auch interessant, einmal ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, wo jedes Familienmitglied hineinschreiben kann, wofür es jeden Tag dankbar ist. Oder man setzt sich einfach mal mit Werbung auseinander, damit man erkennen kann, wie die Werbung uns beeinflusst. Ich glaube, es ist auch schön, wenn man nachdenkt von all dem, was man hat, ob man da auch etwas teilen möchte. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man gerade in der Familie darüber nachdenken kann, diesen Wert zu prägen. Wenn du dich jetzt fragst, ob das auch in deiner Familie funktioniert, dann probier es einfach aus. Setz dich mit deinen Lieben zusammen, überlege dir einen Wert, der euch wichtig ist und versucht, diesen Wert in euer Leben einen Monat lang zu integrieren. Ideen dazu findest du unter dem Video. Du findest dort auch weitere Informationen, wie wir uns als Community vernetzen können, wie wir gemeinsam noch nachdenken können über dieses Thema, uns austauschen und unsere Erfahrungen teilen. Ich freue mich schon, wenn ich dich da treffen kann.